Mikrofon gemutet. Guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden jetzt noch ein bisschen den Rang weiterfahren. Bisschen mehr Musik hören. Mehr auf das Spiel konzentrieren. Wer Fragen hat, gerne mal Fragen stellen. Sehr hier hoch vielleicht. Muss halt nur aufpassen, dass halt auf der Seite mir zu stark werden, ne? Wie hier. So unten links. Ist ja die Frage, wenn wir jetzt hier kämpfen, kann sein, dass wir überrannt werden. Aber wenn wir den Heavys nicht helfen, werden sie auf jeden Fall überrannt. Das sieht schon wieder gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Können wir uns so zurückziehen. Gar nicht gut. Aber was willst du machen? Ich bin ja das ganze Team. Ich bin ja nur ein Teil vom Team. Und wenn es heißt, wir verlieren, verlieren wir. So.
Ja, was willst du da machen, ne? War schon von Beginn an klar, dass wir verlieren, weil wir zu weit aufgeteilt waren und die sind schön im Nazca auf uns drauf rotiert. Hat sich an den ersten 30 Sekunden entschieden, das Spiel. Hätte mehr Damage farmen können, indem man noch außen rum weiter rotiert wäre. Aber dann lässt du noch mehr das Team im Stich. Selben Gegner gegen uns. Ja, also ähnlicher, nicht dieselben, aber ähnlicher. Thank you.
Terminator. Also aber am High Ground. Target spotted. Abschneiden im Hafen hier. Ich habe nur mal eine selbstsichere UAV gemacht, falls hinter uns ein Lightmac irgendwie durchgerutscht wäre. Kann ja mal passieren. Ja, wir gehen mit auf den Corsair. Lass uns droppen, gehen auf den Corsair. Wir haben ja die Geschwindigkeit, um da Druck zu machen. Damage. Wo wir gehen. Ne, nicht da hoch. Das ist nicht unsere Kampfentfernung. Wir gehen eins weiter drüben hoch und hier machen wir die UAV gleich hoch. Wir rotieren weiter rum, dass wir den Rücken schießen können gleich. Hier gehen wir hoch. Gehen wir mal eine UAV wieder hoch, falls halt Lightmax irgendwie hinter uns kommen, ne? Selbes Spiel wie immer. Schade, kommen wir nicht mehr dran. Bewegen, 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 bewegen. Also auf der Freifläche erwischen. Das sind ja mehr, die habe ich nicht gesehen. Doof. Die habe ich nicht gesehen. Ah. Das war zu früh reingetroppt. Na gut, wenn das Team in der Nähe droppt, dann ist das okay, dann gewinnen wir, aber es war für Damage Farm zu früh reingetroppt. Ich muss auch wieder eine Schippe drauflegen, wenn ich meinen Rang 2 bzw. 1 dann irgendwann wieder kriegen will. So wird's nichts. Muss man da regelmäßig spielen, trainieren, trainieren, trainieren. Vor allen Dingen auch mal eine Unit suchen langsam. Überhaupt noch aktuell Unit gesucht wird. Guck mal rein. Steiner Unit natürlich, ne? Sky Rangers of Terra ist ein gutes Ding. Das wundert mich jetzt seit Pilot Rating, dass das runtergeht. Wie gesagt, ich muss unbedingt eine Schippe drauflegen. So, jetzt wollte ich nichts mehr mit Rang 2 bzw. Rang 1. Bin eingerostet, wie Sau. Das Aiming ist noch nicht perfekt wie früher. Und die taktischen Entscheidungen sind verkehrt. Wo man sich wann mal pusht.
Ja, stimmt, das ist ja die alte. Für die Juden sind ganz schön. Ja, bei Donnergills war ich ja, aber der Post ist ja auch von 2015 mittlerweile. Alter. Ja, 2015 habe ich ja aufgehört. Aktuell auf der Homepage ist der letzte News von 2019, war schon 2 Jahre alt. Ist auch nichts mehr. So, konzentrieren wir uns aufs Spiel. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die DPI ein bisschen hochstellen wieder. Oder ein bisschen niedriger. Also gerade was die DPI angeht, muss ich anfangen zu lernen, wie ich das ausgleiche. Weil 2015 konnte ich mit dem gesunden Arm ganz anders das spielen, aber mein rechter Arm ist ja oben im Schultergelenk entzündet und er zittert viel. Gerade wenn du dann sauber aimen willst, zitterst du. Deswegen habe ich so ganz langsam die Maus gestellt, um dieses Zittrige auszugleichen. Aber mit dem Zittrigen, mit dem langsamen DPI, das entspricht halt nicht mehr dem Gameplay, wie ich es halt früher hatte. Und dementsprechend brauche ich zu lange beim Laser nachziehen, was ich früher halt perfekt konnte. Dass halt der komplette Damage-Hour auf den Mech kommt und nicht irgendwie einfach nur einmal kurz angestrichen und der ganze Schaden geht jetzt nirgendwo. Das muss ich jetzt trainieren und lernen, also keine Ahnung, wie man es nennt. Muscle Memory oder so, ne, nennt man das ja, glaube ich. Mal gucken. Falls einer der Zuschauer oder auch bei YouTube irgendwie mal eine Idee für mich hat, wie man das vielleicht besser machen kann oder in den Griff kriegt, immer her damit, ne? Schulter tapen oder weiß nicht was, vielleicht hilft ja irgendwas. Wir spielen es jetzt auf der Geschwindigkeit. Den Punkt verpassen, um mal abzwischen.
dass wir bei der Gruppe bleiben. Dass der ja alleine ist. Der Warhawk oder was das ist. Oder nee, ja, wird Warhawk sein. Na, guckst du nochmal? Wahrscheinlich nicht. Gut. Sonst mehr die Geschwindigkeit und gehen auf Warhawk drauf aggressiv. Target destroyed. Scout-Information fürs Team. Also hier auf der Seite glaube ich nicht, dass uns irgendwas aufgestimmt wird. Da braucht man nichts zu befürchten. Dass der Knight oder ist. Die sind mehr links alle. Alle mehr da drüben. Deswegen holen wir uns jetzt den Heinkrauten, wo eben quasi der Warhawk drauf stand. Da oben. Da ist er ja, der Warhawk. Bleiben an. Ne, wir gehen erst hier auf den Derwisch. Das meine ich mit meinem Aiming. Wieso haben die Pulse-Laser nicht direkt getroffen? Früher wäre das kein Problem gewesen. Aber ich stelle hohe Ansprüche an mich selbst, davon abgesehen. Ne? Immer noch der Warhawk. Hoppala. Auf eigenen Schirm, glaube ich. Ja, aber wir gehen da rein und unterstützen den. Meine ich, der kleine Scheißer. Da tue ich mir so schwer. So, dann leid es aber rein und pushen. Aber generell, jetzt haben wir es schlauer gemacht, was die Position angeht und so weiter. Viel schlauer. Kommen wir da mal dran. Gehen auf den ersten gut drauf. Down.
gerade so unter der Kante. Ist schon besser gewesen, das Spiel jetzt, ne? Gar keine Frage, aber... Ich bin nicht zufrieden halt mit mir. Überhaupt gar nicht zufrieden. DLC, lassen wir erstmal DLC, spiele ich nur in der Unit. Ja, nächsten. Macht gefällt mir nicht so. Ich würde fast bei der Supernova bleiben. Das gefällt mir besser. Gehen. Ich verstehe das ja, aber wenn du so tief bleibst und Lightmax da hinten kommen, bist du ruckzuck raus. Das da.
Aber wir haben ja Pulslaser. Ne, da war ist ja bin ich im richtigen Weg. Ach, wir haben ja mich gewechselt. Ja, naja. New target acquired. Frag mich, ob ich denen jetzt helfen kann da. Ob ich ihm helfen sollte. Oder bleibst du bei der Gruppe? Ja, willst du peeken? Willst du nochmal peeken? Deswegen haben wir die UV da hochgemacht. Ein bisschen helfen mit deiner Supernova oder stehst du da nur rum? Ah, okay. So viel dazu. Ja, Max. Die Maps sind da auswendig lernen. Das sind alles kleine Baustelle, wenn du das Spiel halt 6 Jahre nicht mehr gespielt hast, ne? Target destroyed. Noch der Pilot Spain übrig, ne? Lass uns einfach droppen, ist egal. Beinschaden. Wenn jetzt noch mehr Max da wären, dann wäre es mir nicht egal, aber jetzt ist es mir egal. Was denn, Max? Was, Max? Komm. Komm mal her. Geh zu Mama. Wahrscheinlich würde er uns entgegenkommen, ha? Oder meinst du, oder meint er, tut im Tunnel abhauen? Kann auch sein. Wahrscheinlich unten Wäsche machen. Ja, kommt uns doch entgegen. Target.
Ach, wenn wir auch mal in Ruhe mal streamen könnten, ne? Früher hat das Geld gereicht, da hast du 3, 4, 600er Games an einem Abend gemacht. Vom Matchscore. Heute ist es echt selten. Muss unbedingt Chip drauf denken. Den nochmal gedoppelt, jetzt den. Geht's euch so da draußen, Chat? Alarm, aber Tabletten habe ich genommen. Das ist nur der Alarm, falls ich es vergessen würde.
wenn man nicht als erstes die Gegner spottet. Ja genau, da kriegt man nicht die erste Salve immer ab, die man nicht abhaben will. Okay, der steht da unten mit Natsch. Nee, so. Missiles kommen auch noch. Da ist eine UAV. Schieben wir mit dem Medkit vor. Oben sind wir zu exponiert. Fällt mir eigentlich nicht so was durch im Medkit, ne, aber... Da war nix einer. Ja, hab ich nicht gesehen. Die Musik. Guten Tag. Hallo, ich hab's gesehen gerade. Ja, ich hab den Linksack gesehen, der rumrotiert ist. Ich hatte gedacht, ich bin da relativ sicher, weil auf meiner linken Seite die Banshee stand. Ja, ja. Aber, ja, gut, XL-Failure manchmal, ne? Kommt selten vor. Oh, du hattest XL, stimmt, da war was. Sag mal, was für eine Unit bist du eigentlich? Ist das eine innere Sphäre-Unit? Ja, ne? Rasselhack, hast du gesagt. Du meinst jetzt die Fraktion oder meinst du meine Einheit? Deine Einheit. Das sind die Orks. Und das war eine innere Sphäre, oder? Was? Nein. Das ist einfach so eine Anlehnung an die Warhammer Orks, glaube ich. Achso, ihr seid unabhängig. Also hat gar nichts irgendwie. Also ihr seid nicht irgendwie, weiß ich, Steiner oder Davion-treu oder Clan Nebelpart oder sowas. Ach nö, nicht wirklich. Also, wir haben auch einen Slogan. Ich kann es aber hier nicht im Stream, denke ich, sagen. Ich sage jetzt einfach mal die Nummer 6. Max und Rock'n'Roll. Okay. Ja, das ist so ein bisschen.
Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ist okay. Okay, ich wollte ein bisschen familienfreundlich sein, alles gut. Am Arsch! Was für eine Sprache! Schämen Sie sich denn nicht, Herr, mein werter Herr? Das ist kein gutes Vorbild. Muss man abkönnen heutzutage. Was ich mitkriege, was im Kindergarten die Kinder untereinander sagen, schon, das ist schon... Aber glaub mir, genau sowas nicht zu sagen, tut mir gerade unglaublich gut. Natürlich. Ich versuch andere Worte zu finden, die das Ganze interessanter gestalten. Ja, man versucht, also ich versuche, viel in der deutschen Sprache dann das auszuschmücken, weil ich merke, im Kindergarten die deutsche Sprache verroht. Das gab's so gar nicht. Mhm. Das ist so schön. Mhm. Und dabei haben wir so eine schöne Sprache. Eigentlich schon, ja. Aber mit diesem, ey Alter, du, ich fick dich und du, weißt du, so. Boah, Alter. Und sowas schon im Kindergarten. Ja, genau. Ich meine, du tust es jetzt sehr krass beschreiben und das ist auch so. Ja. Ich würde es dann so definieren, ich kurz überlegen. Okay, natürlich fällt mir jetzt nichts ein, aber wenn mir was einfällt, sag ich's dir. Weißt du, das. Ist es schlimm, echt. Es ist nicht gerade förderlich für zukünftige Generation. Wir haben Kinder im Kindergarten, die drängen andere Kinder in die Ecke und hauen die, ne? Und sagen zu denen dann, das ist jetzt alles erst rausgekommen, wenn du zu den Betreuerin gehst, dann bringe ich dich um. Das sagt ein Vierjähriger zum Vierjährigen. Ja. Tja, dann würde ich aber sagen, dann hat der Bursche, der das gemacht hat, einen schlechten Job gemacht, weil... Es ist ja offensichtlich rausgekommen, ne? Ja, natürlich. Aber so, da, also so dann hat er Pech gehabt. Die Gedankengänge bei den Kindern, weißt du? Und deswegen hat jetzt natürlich der Kindergarten reagiert. Letztes Jahr war das ja, da wo der Max noch vier Jahre alt war. Und haben ein sogenanntes Faustlos-Programm ins Leben gerufen. Das ist so eine Theorie, weil die es nicht nennen. Wie nennt man denn das? Mhm. Eine Arbeitsgruppe für die Kinder. Ja, genau. Also, dass sie lernen zu sagen, zum Beispiel, stopp. Bis hierhin und nicht weiter, anstatt dass es eskaliert, weißt du? In weit ist übrigens raus. Danke dir. Gib mir nur einen Moment, ja? Es kann nämlich sein, dass mein Neffe jetzt hier im Moment da ist. Ja, vielleicht können wir ja den direkt mitnehmen, wenn du Bock hast. Natürlich. Okay. Das war richtig fresh in dem Game. Ich habe dem gestern 2 Stunden habe ich ihm das Ohr abgekaut über alle möglichen Macs. Habt ihr dem in Discord gezeigt über den Stream. Und ich habe ihn durch das Tutorial von TTB geschleift. Also durch die Hälfte zumindest davon. Von dem, das, wo jeder durch muss, ne? Ja. Genau, und das, man hat ihm schon angemerkt, dass es, Und er kann auch Englisch nicht so gut, aber ich versuche ihn ein bisschen zu sanft zu drängen, sich Englisch etwas mehr anzueignen im Laufe der Zeit. Ich gucke mal, ob er da ist. Ja, mach ruhig. Okay. Ist er hier? Ist ja super, dass der Neffe mit dir da nur spielt. Ja, ich war neulich in... Kennst du Westerburg? Nee. Ist im Westerwald jedenfalls. Ja. Da hat meine Mutter ein Zweitgeschäft und ja, da waren wir zusammen hingefahren und da war der jüngste Sohn meiner großen Schwester da und wir kamen ins Gespräch, dies und das. Der hat sich für meine Hobbys interessiert, ich mich natürlich auch für seinen ein bisschen. Ja. Und man kam am Ende zu dem Punkt, hier, so ein junger Bursche, der gerne soziale Kontakte pflegt, dann probier doch mal MacWarrior Online mit mir. Ja, und dann er hat gestern angefangen, es runterzuladen. Ich bin gespannt, ob der Download geklappt hat. Das ist ja super. Ja, gucken wir mal. Also, ich hoffe mal stark, dass er nicht gleich wieder Ragequittet. Er wird nicht Ragequitten. Ich meine, das eigentlich, dass er aufgibt. Weil wir wissen ja, dass MacWarrior Online teilweise sehr schnell einen wieder auf den Boden der Realität runterholen kann. Wegen den ganzen, besseren Spielern. Ja, natürlich. Aber wenigstens hast du einen Neffe, der mit dir das spielt. Weil ich habe nur leider, noch habe ich keinen Neffen, der das mit mir spielt. Ich habe ihn bisher nur motiviert. Ja. Mal gucken. Aber ich habe zum Beispiel nur Nichten. Ich glaube nicht, dass ich meinen Nichten dazu kriege, MechWarrior zu spielen. Versuch's doch, warum denn nicht? Wir haben nur, weißt du, ich habe so viele Cousinen und Cousins, ne? Also, und da sind schon mehr Mädchen. Also ich habe wirklich, weiß ich, 20 bis 25 schätzungsweise, ich weiß schon gar nicht mehr alle Namen, ne? Und die haben ja auch mittlerweile alle Kinder, ne? Ja. Und mein Sohn ist der einzigste Sohn, der den ursprünglichen Familiennamen weitergeben kann, weil alles andere Büchsen sind. Büchsen? Mädchen, Weiber.
Die, also alle anderen haben nur Mädchen bekommen. Wir haben nur Mädchen in der Verwandtschaft. Er ist der einzigste Junge in der Generation jetzt. Okay, und warum kann nur er den Familiennamen weitertragen? Ja gut, bei einer Ehe, klar, wenn sie sich darauf einigen und sie behält den Namen und so weiter, ja. Aber in der Regel, wir sind ja hier am Dorf noch und so weiter, ist es so, dass immer der Mann dann den Namen von der, also die Frau den Namen von der Mann, von Mann dann nimmt, weißt du? So okay. Ist es bei uns immer noch. Okay. Na, wenn das bei euch so ist, aber ja. Also ich würde ja einen guten Mittelweg finden, vielleicht theoretisch, vielleicht einfach beide Namen kombinieren. Ja, das wäre cool. Ja, kommt keiner zu kurz. Ja, und wenn's halt, wenn es dann irgendwann nach ein paar Generationen zu lang wird von den, was weiß ich, ein sechsfacher Doppelname oder so, kann man ja im Prinzip den aktuellen Doppelnamen verwenden und den, die restlichen Doppelnamen einfach für die Geschichtsfolge irgendwo aufbewahren. Und das finde ich eigentlich auch sehr schade, dass die Ahnenhistorie so verloren geht mit der Zeit. Ja, richtig. Ja, das finde ich sehr tragisch. Ich wüsste so gerne, wer meine Vorfahren sind. Bis ins kleinste Detail. Ja. Weil ich glaube, dass ich nämlich daraus eventuell auch lernen kann. Ich habe da auch schon mal mich, da gibt es ja Ahnenforscher-Möglichkeiten, aber das kostet ja alles Geld. Da gibt es aber eine ganz gute, die Geld kostet. Ich weiß nicht, mir fällt der Name nicht ein. Da habe ich auch schon mal ein bisschen geforscht. Vor ein paar Jahren. Weil ich weiß bis zu meinem Opa alles, aber davor weiß ich nichts. Okay, krass. Also ich glaube, das Älteste, was ich je gesehen habe, war ein Schwarz-Weiß-Foto von, ich glaube vom Großvater meines Opas in Schlesien. Ja. Das war doch ein richtig altes Steinhaus, irgendwo auf dem Land oder so. Und der Mann sah richtig cool aus, wirklich. Stell dir jemand, also Vollbart und der Oberlippenbart, der war so massiv und groß. Stell dir vor, von der Größe von einer Banane, die sich da oben biegt. Ja, wie geil. Alter, was für ein cooler Dude. Und der hat gelächelt, das sah richtig cool aus. Wäre cool, wenn das heutzutage unterwegs wäre. Den hätte ich echt gern kennengelernt. Deswegen mag ich zum Beispiel auch den Horst Richter hier vom Bares ist Rares, weißt du, mit dem Bart immer. Ja, also, ja genau, aber was der Horst Richter hat, das ist putzig im Vergleich zu dem, was mein... Ja klar, früher. Das ist also richtig massiver Bart, meine Fresse, wie er das hingekriegt hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein altes Hausmittel, um den Bart so hochzukriegen. Okay, ganz kurz. Mein Neffe hat sich jetzt auf Discord nicht gemeldet. Ich bin ganz kurz AFK, okay? Drop mal eine Runde ohne mich, ich rufe ihn mal an. Ja, ich baue in der Zeit mal ganz kurz noch ein Dings um mich. Alles klar, bis gleich. Jupp. Die Munition überhaupt? Das sind jetzt 46 Schuss. Insgesamt? Ne, wird ja nicht insgesamt angezeigt. Mal ganz kurz Testing Ground gehen. Weil 46 Schuss nur mit 2 Tonnen wäre wenig. Wenn es aber die doppelte Menge wäre, wäre es okay. Dann würden die 4 Tonnen Munition sogar ausreichen. Dann würde ich ihn einfach kühler machen. 184 Schuss, ja, das reicht locker. Okay. Da könntest du sogar noch eine halbe Tonne pro Bein rausmachen, weil wir haben ja eh die Slots. Und ich glaube, wir machen Large Push, da jetzt halt in die Arme noch. Müssen wir vom Gewicht hinkriegen, ne? Heavy Touch Laser. Und hier nur jeweils eine halbe Tonne.
5. Wir könnten auch sogar die 2 einbauen. Nein, extrem kühl, aber ich glaube, es war so zu kühl. Fünfhundertvierzig. Mal einfach mit Large Tasern mal reinmachen. Viel zu kühl. Und wenn der, wenn man Medium Pool Caesar reinbauen, kommt vom Gewicht nicht, ne? Dann müssen wir mal den rausmachen quasi. So, da haben wir auch viele Slots frei. Gefällt mir auch nicht so. Punch ist okay, aber die Slots, das gefällt mir. Nee, mach das mal nicht. Wir gucken mal, was geht jetzt. Sensor reinmachen, hat man noch 2 Tonnen und 2 Slots frei, man hat sich noch da gemacht. Hat man noch 2 Slots frei und könnten noch einen Active Probe reinmachen. Eins zu eins und könnten noch eine halbe Tonne Munition in die Mitte reinmachen. Da kann man Dauerfeuer mit dem machen, weil der so kühl ist. So, ich mach das nochmal ordentlich nach unten. Machen wir jetzt mal speichern. So, hörst du mich? Ja. So, also er geht nicht ans Telefon. Seine Mutter geht nicht ans Telefon. Ich habe ihn auf die Mailbox gesprochen. Und ich hoffe, er ruft mich gleich zurück. Ja, kein Problem. So, genau, aber jetzt zocken wir erstmal ein bisschen, würde ich vorschlagen. Was ja. Meinst du? Ja, ich habe dich im Weide, ne? Oder hast du noch gekriegt? Oder muss ich nochmal machen? Ich glaube, du musst es nochmal machen. Ah, nee, Moment, ich sehe dich. Okay, ich sehe dich. Bin drin. Gut, was haben wir hier? Blood as Prime. Okay, Loadout. Ich bin hier am Basteln gerade. 2x AC10 und 6 Medium Laser und extrem kühl. Mhm. Okay. Wollte ich sie mal ausprobieren. Weißt du, ich habe gestern eine unglaublich kraftvolle Blood Ash gesehen. Was hatte die? Ja. Sagt dir der Name Bowser was? Ja, von Mario oder was? sagen wir einfach mal, er gehört zu den deutlich besseren Spielern, denke ich. Wir haben gegen ihn und sein Team mehrmals verloren gestern. Ja. Ja, und wie soll ich sagen, er hat die Blood Ash mit ECM gefahren. Ja. Im linken Torso 4 Large Bulls und im rechten Torso eine Gauss. Das... Ja, aber wie... Achso, jetzt ist der Omnipod, stimmt ja, ja klar. Ich habe ja von den Clan-Mechs nicht so viel Ahnung.
Ja, stimmt, durch den Omnipod kann ja den, kann das ECM ja wieder reinholen. Habe gerade gefragt, wer das nicht macht. Das ECM ist doch im Center, oder irre ich mich da? Warte. Ich skill gerade, kann ich dir gleich sagen. Ja, ja. Also, ganz ehrlich, ich habe mir einfach. Ich war so überwältigt. Wir haben dreimal gegen die gedroppt. Ja. Und ich habe versucht, das zu analysieren während des Gefechts oder beziehungsweise ein Resümee zu ziehen nach den Gefechten, warum wir verloren haben. Aber es hat mir nicht gereicht. Also habe ich mir seinen Stream nochmal angeschaut, wo wir dreimal gegen ihn gedroppt haben, aus seiner Perspektive. Ja. Genau, und ich habe dann genau erkannt, warum. Also im Prinzip, sie waren natürlich alle abgestimmt. Ja. Relativ gut abgestimmte Max, die waren schwerer als wir. Und diese Blood-Ass war wirklich verdammt gefährlich, auch wenn ich die anderen Varianten von seinem Team nicht sehen konnte. Das war unglaublich. Im Prinzip, der muss nur einen Alpha mit den Large Pulse dann allein raushauen mein Adder ist weg. Und wie baut er die Hitze? Oder wie ist es mit der Hitze bei... was hast du gesagt? 4 Stück? Ja, 4 Stück im linken Torso. Und dann eine Gauss im rechten. Weil ich hatte nicht das auch schon mal einmal gebaut in dieser Art. Nur mir hat nicht gefallen, wenn der Torso raus ist, ist halt die Waffen halt weg. Das ist richtig. Die wertvolle Seite ist, denke ich, die Large Pulse Seite. Richtig. Ja. Ja, genau. Aber die Gauss-Seite ist auch sehr wertvoll, weil theoretisch kannst du damit auch Schaden machen. Und also du kannst damit snipern, weil du bist ja ECM-Mac und bist unbemerkt. Ja. Und wenn du richtig viel Schaden brauchst, was fast 700 Meter Reichweite, glaube ich, mit den Large Pulse. Ja. Mit der kurzen Brenndauer. Boah, ist so viel Schaden. 640 oder sowas kriegst du hin mit entsprechenden Also kannst du, wenn du Bock hast, später mal reingucken, Bowser's Stream, ich glaube, ist irgendwo in der Mitte. Da sieht man, wie er meinen Raven, wie ich da am Rumlaufen bin auf Tourmalin. Ich war im Prinzip in der Falle. Ne? Und der hat mich auf der riesen Entfernung gewone-shottet in den Center. nur mit den Large Pulse. Ich habe eben schon auch ein bisschen lamentiert, weil ich ja Probleme habe mit meinen Armen, weißt du ja, ne? Ja. Und ich bin immer noch mit meiner allein mit meiner Mausgeschwindigkeit zufrieden, um das Zittern vom Arm auszugleichen. Ja, ich verstehe. Allein da fangen bei mir schon die Probleme momentan an. Du wirst lang. Ich musste ja aufhören, ne? Weil, hab ich doch erzählt, oder nicht? Nee, noch nicht. Ich habe ja gegen Mitte gestern aufgehört zu zocken, weil ich mitten im Match... Das hast du erzählt. Es hat sich richtig strange angefühlt. Es war nicht so ein Zucken, das man ab und zu mal hat aus irgendwelchen Gründen. Das hat sich wirklich richtig gestresst angefühlt, der Muskel. Also so ein Stresszucken war das. Im Zeigefinger und im Daumen. Das war natürlich dann ein Problem, ne? Da habe ich keine gute Leistung dann abgeliefert und dachte ich mir, vielleicht machst du doch mal eine kurze Pause. Ja. Und jetzt geht's wieder. Also ich denke, ich werde auch in Zukunft vielleicht erst einmal so maximal 3 Stunden am Stück spielen und dann mal eine 3-4-Stunde Pause machen oder eine halbe Stunde. Einfach um den Körper ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ja, das ist vielleicht besser auf lange Sicht gesehen. Und man kann auch andere Sachen machen zwischendurch. Ich kann meinen Buddies beim Streamen zuschauen, Gefechte analysieren und so weiter. So, ich bin ready. Okay, was ist jetzt der Loadout, Bro? Noch die AC10 wollte ich mal austesten. AC10 oder Ultra AC10? Die normalen AC10. Okay, und wie viele? 2. Und sonst noch was? 6 Medlaser. Die sind in den Armen, oder? Richtig. Jetzt muss ich kurz überlegen. Autokanonen, okay. ECM hast du ja, ne? Nee, hat der Bass Prime nicht. Müsste ich den Omnipod tauschen. Ah, das ist gut zu wissen. Warte kurz. Dann habe ich genau die richtige Lösung. Der Kitbox ist ja eigentlich eine universelle Lösung, aber ich glaube fast, mein neuer Loadout, ich glaube, den hast du noch gar nicht gesehen. Den Raven 3L, oder? Nein, noch nicht. Nee. Das ist die Power Maus. Power Maus? Ja, das ist die Power Maus. Was hast du drin? Die ist noch langsamer als der Ruck Raven, also meine Assault Maus. Ja, ja. Ja, aber er hat eine MM30. Dann hat er 3 Medium Laser, also 3 ER Medium Laser im rechten Arm. 2 im rechten Torso. 1 und noch einen Rocket Launcher 10 habe ich reingekriegt. Und natürlich ECM. Okay. Ja. Also das im Prinzip, selbst wenn er den rechten Arm verlieren sollte,
die Notfallbewaffnung, wenn die Munition ausgeht oder die MRM zerstört wird, hat er noch einen Medium-Laser im rechten Torso und noch einen Rocket Launcher für Late Game. Ja. Und ECM ist sowieso immer willkommen, also. Ja. Ist das aber immer noch der 35-Tonner? Ja, es ist der 35-Tonner. Ja, Spaß. Hört sich mal so viel an, okay. Weißt du, was da drin ist. Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es ja bestimmt. Wie ist denn deine Perspektive? Der Raven, normaler Raven läuft etwas über 130, oder? Na, um die 100 hätte ich eher gesagt. Was? Also Raven okay, ist, finde ich, immer ziemlich langsam. Ja, ziemlich langsam. Also ich meine eigentlich die XL-Builds, ne? Ja. Die von Raven gefahren werden. Die mit Nag und Beagle und Tag und all dem Kram. Ja, ich kenne es eigentlich immer nur so relativ langsam mit einer guten Range-Bewaffnung und dann irgendwo hinten rumdümpeln. Ach, du meinst diese Large Laser Builds? Ja, genau, so kenne ich es von 2015 noch. Ja, das ist. Ich denke, das kann funktionieren, aber ja, wenn du in den Nahkampf kommst, bist du halt ziemlich aufgeschmissen, ne? Ja, ja gut, da war ja, weißt du, noch viel mit Faction spielen. Im Faction ja, genau. Ist das natürlich richtig geil. Aber hier, klar, im Quickplay bist du aufgeschmissen manchmal. Weißt du, der Raven, der kann in meinen Augen mit den Large Lasern, ne? Kann er nur im Prinzip Laser snipern und hat eine große Reichweite und wenn irgendwas zu nah kommt, ist er erledigt. Er ist trotzdem langsam, ne? Ja, richtig. Und wenn du ihn schnell spielst, so etwas über 130 läuft, dann ist die Bewaffnung wieder so mau, dass er es mit keinem anderen Light aufnehmen kann. Richtig. Das kann, ja, und da dachte ich mir, komm, wenn der Raven sowieso schon so fragil ist, warum nicht sein Profil ausnutzen, das dem Bushwalker ähnelt und so viele Waffen, die guten Punch haben, so viele Optionen für unterschiedliche Situationen wie möglich einbauen und ja, das Team mit dem ECM unterstützen und dann die Geschwindigkeit auf die Grenze runterschrauben. 100 ist noch okay. Ich nehme dich jetzt und setz dich auf meine Schulter. Genau. Mit dem Raven. Ja, also was ich glaube, selbst wenn der Raven 136 laufen würde, ja, könnte einem Piranha nicht davonlaufen und würde sterben. Und er würde auch keinen Kampf gegen ihn gewinnen. Vermute ich einfach. Also warum nicht einen Heavy Punch Mac draus machen? Ja, klar. Und dann das Team unterstützen. Versuchen wir es mal. Erstes Match des Tages. So, Override an. Okay, du musst eine Sekunde warten, beziehungsweise geh schon mal vor. Ja. Mein Ingame Voice ist wieder gebuggt. Wo ist das? Wo ist es? Da. Okay, klappt wieder. Bin auf dem Weg. Ach, du hast gewartet? Naja, ich habe Waffengruppen neu eingestellt. Das macht man doch vor dem Match, mein Lieber. Wir wollen mal nicht so kleinlich sein, ne? Ja. Diese ganzen Details sind auch vollkommen unwichtig. Ach, das bist gar nicht du. Okay, vergiss es. Du bist vor mir. Oh, Panzerwagen, okay. Oh Gott. Ich schon Missiles auf dem Kopf. Ja. Wie ist die Reichweite zu denen, wenn du mit dem Fahnenkreuz übergehst? Knapp 1000. Okay, das ist soweit, ja. Ich geh mal kurz zum Panzerwolf rüber, damit er ein bisschen. Ah! Da. Okay. Ja, bleibt ihr jetzt da stehen oder was macht ihr da? Ja, keine Schlüssel, nicht sicher. Oh, nett. Ja, mach ihn weg. Also überhitzt, glaube ich. Ich habe bei C4, C3 ein
ein M-Boot unter mir. Wo? Wo? Unter mir. Bei C4. Unter dir. Ach, du bist da hinten. Wo gehst du hin? Ja, ich. Die sind jetzt hier, deswegen bin ich hier hingegangen. Okay. Könntest theoretisch versuchen, von Charlie 4 rüber zu schießen. Ja, mach ich schon, die ganze Zeit. Mach ich die ganze Zeit schon. Okay. Okay, gut, sehr gut. Oh ja. Ich hab den Atlas DDC auf einmal. Wo kommt der her? Oh ne, nur ein Atlas DDC. Aua, aua, aua. Auf mir? Okay. Ja, hier ist auch einiges. Das Mac. Wow. Ich muss mich droppen lassen und abhauen. Ja. Gefährlich, gefährlich. Boah. Die sind eine Gasse weiter auf C3 in der im Tunnel sind sie. Ja, okay. Willst du nicht über Ingame euch sagen? Den habe ich aus. Boah, warum? Manche Idioten gibt. Ich bin kein Idiot. Das ist richtig. Ja, und ich teile auch meine Informationen mit ihnen. Naja. Kannst du sagen, C3 sind einige Souls. Warum laufen die denn jetzt weg? Ich geh mal nach da weiter. Weiß es nicht. Okay. Target spotted. Na gut, okay. Lebst du noch? Ja, du ja. Okay. Okay. Such dich. Ich seh dich nicht. Ich seh dich, okay. Okay. So. Oh, gefährlich. Da hab ich gut getroffen. Was geht ab? Warum müssen diese Typen eigentlich immer so ein gutes Aim haben? Oh nein. Ich glaube, da war ein Light bei dir oder sowas. Ja, es war egal, wo ich jetzt hingehe. Wir waren von beiden Seiten. Oh Mann. Da ist er. Kann man dem Mausgar zugucken. Ja, links und rechts sind von dir die. Links kommt einer. Okay, da. Komm, stirb, ey. Meine Güte. Komm. Will nicht. Er will nicht, er will wirklich nicht. Jetzt ist er tot, okay. Linke Schulter ist auch bei dir. So. Komm, ach, bitte, ich will leben. Na. Da denkt man manchmal, das Gegnerteam hat mehr Mechs. weil wir blöd standen. Ja, wir standen blöd. Ja. Sie hatten. Nur was ich halt nicht verstehe, auf meiner Seite, ich war ja alleine mit einem Heavy, ne? Und wir hatten 3 Assaults und 2 Heavys bei uns. Das heißt, 5 gegen 2. Wieso ist die andere Seite zusammengebrochen, weißt du? Verstehst du ja nicht. Also, sie hatten mehr als genug Zeit, um sich gut zu positionieren. Und ich denke, das war dann das Ende. Wir haben uns auch kein Stück weg bewegt. Ja.
Gut, ich versuche einfach mal. Lass uns mal kurz überlegen. Wo hätten wir hingehen können, um das zu verhindern? Aber es wäre besser gewesen, einfach in die Mitte zu gehen, ne? Na, du hättest, wir hätten als Team einfach nur links oder rechts aggressiv pushen müssen, egal welche Seite, weil das Team war ja halbiert von denen. Also wären wir aus der Mitte raus zusammen. Hm. Was? Server gehen down? Was? Also, 20. Juli, okay. Aber ich bleib mal, erstmal bei dem. Ich muss mich erstmal einspielen mit meinen alten. Ja. Wie viel Schaden hast du denn gemacht, Mann? 400 Grad mal. Okay. Aber ich war relativ schnell halt raus und dann. Ja, ja, ja. Weil, was willst du? Okay dafür, dass wir so wenig tun konnten, ne? Ja, guck mal, was willst du gerade machen gegen Fafnir, was war's, Atlas, DDC, Fafnir und zwei Happys? Mhm. Oder drei? Mhm. Mhm. Es dauert eine Sekunde, ich habe gerade Framerate Drop aus irgendeinem Grund. Ja, kein Problem. Mhm. Kann auch sein, dass das Game jetzt crasht. Mal gucken. Ich versuche ja positiv zu bleiben. Ich hoffe ja, es tut nicht crashen. Was wettest du? Es crasht nicht. Okay. Muss ich dagegen wetten, ne? Also sehen wir recht bald. Wenn ich recht behalte. Darf ich deinen nächsten Mac wählen? Wenn du recht behältst, darfst du meinen nächsten Mac wählen. Was? Vergiss es. Es ist nicht gecrashed, es ist zu spät. Los geht's, aufkochen. Ich dachte, ich will mal eine lustige Challenge einbauen. Einfach. Also die Musik abhängig, wolltest du ja wissen, von ne? Frame Drops. Die Musik wolltest du ja wissen, ne? Warte mal. Genau, ja. Ich habe hier einen Channel gefunden. Auch mal an die LZTV Entertainment. Die machen copyfrei Music für Dingensbums. Ich tue sogar am Twitch-Channel mal posten. Warte mal. Cool, aber kannst du es mir auch auf Discord schicken? Natürlich. Ich danke dir. Gut. Zu viele Fenster auf. Ja, genau. Mal kurz gucken, ob sich der Neffe mal gemeldet hat hier. Da. Der nicht. Okay. Das ist hier. Guck mal, ich gerade erstmal ein Pfefferminztaler des Frustes essen. Hm. Weißt du, Jugend von heute. Ja. Keine Zeit mehr für die Weisheit der Alten. Ist doch so. Ich bin immer also gerne früher. Anfangen, das zu erkennen, ne? Ich bin immer früher in die Sauna gegangen, so von 20 bis 30 ungefähr, wo ich 20 bis 30 Jahre alt war. Mhm. Und da sind ja meistens mal alte Säcke, ne? Und die haben ja immer Geschwätz gemacht von hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn ich 99% des ganzen Blödsinns rausfilter, dann habe ich immer noch 1%, aber dieses 1% Wissen ist sehr wertvoll, was man mitnehmen kann. Ja, Mann. Also ich glaube, ich habe sogar die Lösung gefunden dafür, dass man im Alter weniger Quark labert. Warum? Ist nur so eine Theorie. Jetzt kommt's. Ja, ich versuche einfach, mir mein jugendliches Wesen zu halten. Und bis jetzt klappt. Bis jetzt klappt es sehr gut. Klappt bei mir auch gut. Ich habe gestern von meinem Sohn, das musst du jetzt mal festhalten, ich habe von meinem Sohn gesagt, du bist der beste Papa auf der Welt. Ich habe dich so lieb, ne? Im Bett, ne? Und dann klopft er auf meinen Bauch, aber ein bisschen fett bist du schon. Kinder, ne? Aber ganz ehrlich, das ist noch besser, als dass es mein Vater mit mir macht. Wieso? In einem Moment tut er mich loben, dass er stolz auf mich ist und grinst mich an, ne? Und dann macht er so ganz scary mir über den Bauch haben. Hast du ein Bäuchlein gekriegt, Junge? Ja. Oh, da denke ich mir, Alter, geh weg. Also, ich glaube teilweise. In der Theorie muss ich meinem Vater trotzdem dankbar sein, trotz seiner ganzen Fehler, weil aus seinen Fehlern konnte ich lernen. Und ich lerne immer auch weiter. Das ist gut. Ja. Aber wo geht man lang? Wo du willst. Wo bist denn du gerade? Das bist nicht du, okay? Du hast ein Visier. Ach, du bist der Battlemaster, ich komme. Ja. Vielleicht hinter dir her. Ich wollte gerade sagen, ich folge dem Nikotin, aber der heißt Nikotin. Nikotin? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, dem Nikotin zu folgen. Ob in MacWarrior Online oder in Real Life. Ich wollte dich schon nie ein bisschen ausnutzen auf der Seite.
Nikitin. Ehrlich. Ja. Oh, das erinnert mich an eine unserer ersten Runden, glaube ich, auf Polar Highlights. Weißt du noch, ja, wo ich erzählt hatte, dass ich so cool finde, dass du so in der Battletech-Lore drin bist? Und yeah, du warst im Battlemaster, genau jetzt. Ah, ich liebe einfach den Battlemaster, keine Ahnung. Ja, der Battlemaster ist ikonisch. Herrlich. Ich fällt gerade auf, dass es Conquest ist, oh. Und der andere, weil er auch so kantig ist, ist der Highlander. Das ist, also die beiden sind eigentlich die ich immer gespielt habe. Battlemaster gab es ja nicht in MechWarrior 4, glaube ich, nicht? Mhm. Deswegen habe ich da immer Highlander gespielt auf LAN-Partys. Es gab sowas ähnliches. Es gab den Templar. Genau. Der ähnlich aus. Genau. Ja. Aber was in MechWarrior 4 mein absoluter Lieblingsmech war der Hauptmann. Mit dem kleinen Laser als Zigarettenstummel im Gesicht. Ich weiß, wen du meinst. Der erste Omni. Genau. Der IS-Omni. Ach so, das war ein IS-Omni, okay. Der hat noch eine fette Kanone auf der Schulter, oder? Ja, genau. Da konntest du drei LBX-20 reinmachen. Ich glaube, der hat sogar so ein paar Öhrchen, ne? Hab ich auch nicht. Ja, genau. Ja, und ich glaube, die Clans haben den Bulldog genannt oder so. Das kann sein. Ich habe mal ein Bild von dem gesehen, relativ detailliert. Der sah lustig aus. Okay, wie es aussieht, schaffen wir es, Täter zu nehmen. Ich hoffe es zumindest. Ja, die Assaults sind auf F5 von Gegnern. Also direkt gegenüber auf ICM, der Porto. Doppelt sogar. Wir könnten uns theoretisch jetzt hier oben ein bisschen bewegen. Oh, ich habe einen Schuss in den Arm bekommen. Ich fasse es nicht. Warum kriege ich den ab? Ja, er hat auch versucht, auf mich zu zielen. Ah, okay. Besser ich als du. Was ist das? Charlie. Weiß er. Dauert zu lange, ist auch. Nightjar. Okay, Nightjar. Das war bestimmt Doppelgauss. Oh, was ist das denn? Champion. Guck mal kurz hinter uns. Okay. Oder? Du hast nämlich ein Archery Strike gerade gedroppt, wo hinter uns. Ja, ich mach mal ein UV hoch einfach. Mhm. Mach mal, ja. Okay, die Ridge ist jetzt leer, bitte. Mhm. Wie sieht's denn aus von Cap O? Auf der gegenüberliegenden Seite ist auch zum Farmen. Also ich glaube, hinter uns ist doch nichts. Oder er hat sich wieder verkrümmelt. Okay. Gleich bitte zum Gegner vor dir. Ja, ich kämpfe gerade gegen Epsilon. Ja, der ist zu weit, der kann ich vergessen. Wir haben Airstrike on downs, aufpassen. Ja. Okay. Oh. Okay, was war das? Hier, wir können ja pushen auf dem Marauder Alpha, ja, oder? Auf geht's. Warte kurz. Jetzt hast du sie am, okay. Oh Mann. Lass mich einfach runterdroppen. Scheiß auf den beiden Schaden. Ah, sehr schön. Noch den Nightstar halbiert auf dem Weg zu dir. Ah, friss das. Sehr gut. Finish him. So, wo gehen wir weiter? Epsilon 4, F4 oder? Ja. Mhm. Um den beiden Assaults auf der Seite, ja, bei F5 zu helfen? Ja. Oh. Direkt. Unten drunter ist Echo. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, irgendwas weiter, ja. Aber da ist was, auch vor uns, genau. Foxtrot. Der ist ja auf der Treppe. Ja. Ist er tot? Gleich. Ich habe nicht ordentlich getroffen. Und ich krieg irgendwo. Ja. Scheiß Rackfeuer. Von wo war denn das? Boah, da oben. Steht was über uns, ne? Der Pfaffen hier. Nee, steht irgendwas anderes. Wir müssen hier raus, sonst sind wir erledigt. Ja, dann gehen wir hier raus. Mhm. Na? Warte, ganz kurz noch. Wo gehst du lang? Da lang? Ja, ich komme mit. Da gehe ich wieder hoch auf den Highground, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Boah. Ist so. Okay, komm. Willst du da oben lang gehen? Ja, ich hätte gesagt, dass wir auf den Highground wieder gehen, um den Pfaffen hier im Weg zu drücken. Ja. Okay, komm mal. Aber wir führen ja eh schon 9-2. Alles gut. Ja. Boah. Wir haben die UV über uns, die kann ich nicht bekämpfen. Oh, was zum? Ja. Boah.
Güte, wird dir keine Ruhe geben. Na, haben sie ja, Stalker okay, immer noch down? Der Stalker lebt immer noch, ich weiß es nicht. So. Okay, ich droppe jetzt einfach runter und cap und... Ja. Ja, wir haben gewonnen, okay. Sehr gut. Sehr schön. Ja, Battle Master klappt es einfach besser, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht mag ich auch keine Clan-Mechs. Weißt du, ich finde die Clan-Geschichte nicht besonders schön. Die Idee war ja eigentlich gut, aber es gab nur ganz wenige Clans, die richtig cool waren, glaube ich. Ich finde, wegen Item, Perite, Clan Jadefalke halt, ne? Oder wegen, wie heißt sie? Martha? Martha Perite, genau. Und Joanna, die Ausbilderin. Das sind so ja die, wo ich sag, jawohl. Check mal den Clan Wolverine aus, den verfemten Clan, oder wie man das nennt, keine Ahnung, den es nicht mehr gibt. Der ist, glaube ich, als erster, musste als erstes dran glauben. Der hat den ersten Absorptionstest verloren hatte. Es war ein Trial der, a Trial of Annihilation oder so, den die bestehen mussten, ja. Den haben sie verloren. Ich weiß, das Einzige, was mich an der Clan-Geschichte stört, ist, dass die ja eigentlich hätte ich die ES wegfegen können. So. Aber was? Unabhängig jetzt von 2KI, dass sie da verloren haben, ne? Dass sie ja da ja. Wegen Ehre und so. Das deswegen nicht mal. Aber dass ja der Khan von dieser ES-Pilotin versehentlich getötet wurde, wo sie in das Kriegsschiff doch im Weltall in die Brücke reingeflogen ist. Und deswegen haben sie ja den Kampf abgebrochen und sind in den Clanraum zurückgekehrt, um einen neuen Khan zu wählen. Total. Waren eigentlich komplett am Gewinnen, weißt du? Mhm. Krass. Und nur wegen der Wahl wieder zurück. Also ist das. Krass. Oh, mein Neffe ruft mich gerade an. Drop mal ohne mich, ne? Bis gleich. Jupp. Allein meine Magic glücklich. Ja. Wer hat die bessere Quirks jetzt gerade? Der hat Energy Range. Energy Heat. Aber wir bleiben bei ihm. We'll be right back.
über. Unglaublich. Okay, wir müssen uns beeilen. Ich steh scheiße. Wieder da. Na? Ja, wie es aussieht, ist über Nacht der Download gecrashed und jetzt muss er die restlichen 15 GB runterladen. Na super. Ja. Aber ich habe ihn animiert, Twitch runterzuladen, jetzt schaut er uns gleich zu. Ja. Suchen, gehe ich mal ganz kurz in die Bücher und komme gleich wieder dann. Ja. Naja, freut mich nicht gehört, ne? Okay. So. Wo ist er denn? Dann weit ist raus. So. Okay. Gut, bin da. Kann ich da zurückschreiben? Ja. Hast du was? Warte, mal, yes. Ja? Nur einen Chat beantworten. Okay, mach das. Okay, bin ready? Ja, okay. Gut. Ich denke, ich bleib nochmal in der Powermaus. So, los geht's. Gut, und ich komme gleich wieder. Ja.
Kenny Network. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was hast denn du für ein Headset? Sennheiser. Okay, Preisspanne? Das hat damals 180 gekostet. Okay, also was Hochwertigeres. Ja, das, also, das ist jetzt schon 8 Jahre alt, 9 Jahre. Mhm. Und davor das, was ich hatte, hatte fast 15 Jahre gehalten. Aus Sennheiser. Ich nehme die halt wegen der Qualität, die gehen nie kaputt. Sehr gut. Bei den anderen sind halt die Ohr, das Leder und alles kaputt gegangen. Weißt du, ich musste ein bisschen aufpassen. Ich wollte nicht so viel Geld in ein Headset investieren, dass dann potenziell vielleicht doch kaputt geht. Und habe jetzt vor einer Weile 30 Euro für einen Logitech ausgegeben, was die Standardfunktion hat. Ja. Und natürlich ist dann nach ein paar Monaten direkt die Plastikhalterung vom Mikrofon gebrochen. Die habe ich mit Duct Tape jetzt pariert. Ja. Aber es war noch ein anderes Problem da, nämlich die Polsterung für die Ohrenmuscheln, ne? Ja. Ja, die ist sehr unangenehm auf Dauer an den Ohren, weil die so ein bisschen rau ist und ein unangenehmes Gefühl erzeugt. Ja, und da dachte ich, was mache ich da? Ja, dann habe ich gesehen, dass ich im Bad noch so ein paar du kennst doch diese Taler großen Kosmetikwarte, ja. Die habe ich jetzt dazwischen geklemmt. Das fühlt sich an, als wären meine Ohren in Wolken gehüllt. Das ist der Hammer. Also du kannst für die gängigen Headsets eigentlich immer so Ohrmuscheldinger zum Austauschen. Weißt du, Wie sagt man, sanfte Auflage. Aber ganz ehrlich, das ist viel praktischer. Dafür muss ich 0, gar kein Geld bezahlen. Es ist viel angenehmer, natürlicher und vor allem, wenn es schmutzig ist, kann ich es einfach austauschen. Ich habe genug davon. Wo haben wir dich denn? Da bist du. War ich, komm mal. Ja, ich weiß nicht genau, was die hier vorhaben. Wenn man das aussieht, stehen, okay, die meisten sind, die gehen unten lang, okay? Ob das so schlau ist? Also wenn wir jetzt unten lang gehen, müssen wir... Gehst du hoch, okay? Ich geh nochmal hier hoch, pieken mal. Ja, ja. Aber hier ist auch nix. Unser Nightjar und Marauder gehen rechts rum. Und du siehst von denen ist noch bei denen. Okay, du bist schon befeuert. Ah, ich komme. Du hast die Sam. Ah. Ja. So, ich geh mal unterhalb von dir, links vor? Ja. Okay. Unser Fafnir ist AFK, ich fass es nicht. Eieiei. Ja, da kannst du mitspielen. Ja. Komm. Ja, nimm's ruhig. Aber nicht kaputt machen, bitte. Was? Sohn hat sich gerade wieder eins von den ganz alten Lego-Sachen aus dem Regal genommen, spielt damit immer. Oh, gefährlich. Weltraumsachen von 1990, weißt du? Oh, krass. Ja, kaputt gehen kannst du eigentlich nicht wirklich, aber... Ja. Man muss es halt wieder zusammenbauen. Genau. Oh, jetzt tun sie unseren Fafnir abfrühstücken. Oder? Nee, bewegt sich. Ja. Wir sind zu spät, Mann. Nee, das schafft er. Warte mal. Ich geh jetzt mal ein bisschen was gucken. Ah, 500. Hier ist ein Sanatos vor uns und so. Ja. Da gehe ich jetzt mit drauf. Dann machen wir ihn weg. Ja. Ah, die fokussen mich. Super. Er ist tot. Okay. Au. Oh. Gefährlich. Oh, Alter. Mhm. Ja. Aber ich gehe hier runter jetzt. Da oben kann ich jetzt stehen bleiben. Also ich muss mich runterfallen lassen. Ja. Ja. Und die laufen jetzt rumgehen. Echo 4?
Ja, ich laufe jetzt Richtung Feindbase F4 Echo 5. Ja. Au! Was war das? Ach, mich hat irgendwas getroffen. Oh. Und ausgerechnet meinen Raketenarm, war ja klar. Ja, ja. Okay. Go, go, Annie, go, go. Go, go. Go, go. Gecaptured, ne? Ja. Komm, komm, komm. Okay, sie haben ihn. Das war's. Was hin? Ja, Max. Warte, bitte. Keine Ahnung, was mich da getötet hat. Ich hab's nicht gesehen. Das war der Nightshare, glaube ich. Zwei zum Cappen im Cap. Ja. Oder nur einer sogar. Komm, geh lieber zurück zur Basis. Ich versuch's. Zur Gegnerbasis. Ja, das packst du ja nicht. Das Cap ist nicht gecappt. Ja, die haben nur einen Capper da an der Basis. Ja, aber komm mal oben auf den Balken. Aber du schaffst das eh nicht rechtzeitig. Na klar. Schaff ich. Nein, tust du nicht. Jetzt, Max. Also das schaffst nämlich alles zurück, Mann. Scheiße. Da steht so viel Kram im Weg. Ah. Was ist das? Mad Cat. Ach, gekort, Gott sei Dank. Oh. Alter. Also, ich weiß ja nicht, ob ich das Können nennen soll, aber ich glaube, das war entweder ultra gut kalkuliert oder... Oh, noch, war ganz knapp. Es war ziemlich knapp. Okay, ich muss mich entschuldigen. Das hat ja, ist doch kein Problem. Alles gut, alles gut. Also es sah nicht so aus, als ob ihr das schaffen könnt. Da war so viel Kram im Weg und ihr wart nicht so... Ihr wart, ach, krass. Deswegen spiele ich gerne schneller Assaults. Was willst du abmachen, Max, hier? Mama hat das schon gemacht.
Achso, wegen Lego nochmal. Ich habe gar kein Problem, dass er damit spielt und das auch auseinander nimmt. Nur bei meinem Sohn ist das Problem, dass er, wenn er was auseinander nimmt, dass es dann weg ist. Weil es irgendwo unterm Sofa nicht so oder sonst was. Der hat da ein richtiges Talent für. So, das Game kann ich mal machen und dann muss ich den Kleinen dann langsam in Richtung Bett bringen und so. Wir haben ja 20 vor 8, ne? Ja. Aber ich komme immer nachher wieder, denke ich. Ich weiß nur nicht, ob ich halt MechWarrior Online nochmal spiele. Ich gehe von aus. Guck ich mal nachher. Ja. Schreib mich einfach an, wenn du MechWarrior Online spielst, okay? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Bist ja immer erreichbar. Ja. Ziemlich, ja. Wenn ich nicht sofort reagieren sollte, dann spätestens in ein paar Minuten danach. Gut. Dann mal los. Herr Pein! Gestern habe ich ja schön Schweinebraten gemacht mit Kartoffelkotter. Wollen wir jetzt gleich nochmal den restlichen Kartoffelkotter gleich essen? Das müsste langsam warm werden. Boah, das ist eigentlich ein Stichwort. Ich hoffe, ich habe noch genug Herzogenkroketten da. Boah, das ist auch geil. Herzogenkroketten sind auch geil. Normalerweise habe ich ja immer die normalen Kroketten vom Rewe geholt für 99 Cent, das ist die Kilopackung. Aber ganz ehrlich, die Herzogin-Kroketten kosten ein bisschen mehr und schmecken so viel besser. Und sie sehen auch noch cool aus. Ja, ich habe ein ganz einfaches Rezept für einen guten Kartoffelgratin gemacht. Du nimmst ganz normal Kartoffeln, schneidest dann ganz kleine Scheiben, da, dann in Auflaufform. Und dann nimmst du einen Becher Schmand, zwei Becher Confit und einen Schmelzkäse. Und dann ein bisschen Pfeffer dran, ein bisschen Hühnerbrühe dran, ein bisschen Salz dran und Knoblauch. Und das ist der perfekte Crouton. So wie das kennst du von der Metzgerei oder so vom Geschmack her? Ich kenne sowas nicht von der Metzgerei. Vielleicht von ganz, ganz früher. Ja, so wie früher halt. Ja, super, Max. Ruckzuck. Konntest du sehen, wie viel Ressourcen wir haben? Ich hab's zwar gesehen, hab die Max gelesen, aber ich hab's jetzt nicht im Kopf umgesetzt. Warte, ich guck grad schon. Eins. Zwei. Nicht viele. Vier vielleicht. Vier. Drei. Ich glaube, es sind drei. Ja. Ja. Aber wir haben. Okay, es ist ein Kidbox Purifier, vergiss es. Okay. Thunderbolt. Alpine Peaks. Haben wir ja schon ewig nicht mehr gespielt. Also der Hellbringer und der Roughneck sind ziemlich kraftvoll, aber der Rest. Ich hoffe, das reicht aus. Ja, für die Map ist das schon okay, weißt du? Ja. Also keine schlechten Mechs, aber das sind halt so, Spezialrollen-Mechs, habe ich das Gefühl. Ich versuche auf die andere Seite von der Schlucht zu kommen, weißt du, bei K8 da hinten hoch. Ja. So. Ich wünschte ernsthaft, dieser Mech hätte Mask. Achso, die wollen unten direkt drauf pushen auf die Ecke. Ja. Kann man machen. Wenn sie es alle geschlossen machen, dann ist ja. Dann ja. Dann machen wir das. Auch was ich auch wieder Bock habe, mal nicht durchzuspielen. Ich bin allzu überlegen, wenn ich mal das anfange, ist Battletech. Das habe ich einfach Bock drauf, das durchzuspielen. Aber ich habe auch noch die Kampagne von Mech Commander 1, muss ich auch fertig spielen. Okay. Aber Battletech spielst du ja auch, ne? Kennst du ja auch. Ich hab's installiert, aber ja, lange ist es her. Ja. Oh ja. Ich glaube der Awesome ist nur LMs. Das sind aber mehr Vorsichtig. Noch. Vorsichtig. Streu den Schaden so krass. Ja, lauter Souls, krass. Aber die haben nur Brawler Souls. Vorsicht. Also die King Crab ist. Nichts. Okay. Ja. Okay. Von allen Max, warum muss er denn mich fokussen? Hat er etwa meine Stärke anerkannt? Ich versuche jetzt dahin zu gehen, wo unser Drehbusch hier ist, um der King Crab entgegenzugehen. Gleich, Max, bitte. Warte mal. Ist das jetzt Game, Max? Ich bin gleich bei dir.
haben wir den großen Motor drin. Da komme ich mit dem Assault nicht an Stellen hin, wo man es nicht mit dem Assault vermutet. Ernsthaft? Was denn? Wo sind... Oh mein Gott. Wo sind die denn alle? Was machen die denn? Ich hab unter mir 4. Ja. Ich gehe wieder zurück, bitte. Entschuldige. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt über K8, versuche hochzugehen. Ja, ich bin ja schon da oben. Nicht, ja, du bist schon oben, ne? Wenn der Stalker nicht pushen will, ist er, hat er leider Pech gehabt. Tut mir leid. Was ist denn mit Epsilon? Der kommt so vorgeprescht. Was, wo? Epsilon. Ja. Okay, der ist halbiert. Ja. Komm, dann gebe ich ein Geschenk auf den Weg. Mal sehen, ob ich habe. No. Zu spät. Du killst die Leute. Ja. Okay, too late. Oh, was denn? Viel zu eng, ja. Ich muss erstmal abkühlen. Ja, Julia. Da. Okay. 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 Ah, ist zu weit runtergedrückt. Oh ja. So, kleine Viper. Das ist für dich. Oh ja. Schon wieder! Wir nehmen die selben Ziele unter Beschuss, hä? Ja, ja, du nimmst mal den ganzen Ziele unter Beschuss, mein Lieber. Nix ist einer. Oh. Ganz links, da. Ja, kommst du da dran? Oder? Nee, nicht wirklich. Wenn ich mich ein bisschen zurückfallen lasse, dann komme ich dran. Ah, na, abgeschaltet, super. Wir haben sie doch bei den Eiern. Ja, trotzdem. Ernsthaft? Was war das? Max, halt's mir bitte nicht eins von die Nase. Sonst muss ich dich schimpfen. Und das will ich nicht. Wenn der Aufmerksamkeit haben will, ist er manchmal anstrengend. Gerade wo ich geschossen habe, hält mir das Lego-Schiff vor die Nase, vor die Augen. So, NRM-Boot komme ich nichts weiter dran. Target ja, komme ich damit. Und der letzte ist da drüben. Wow, gutes Game. Zum Abschluss jetzt nochmal. Sprech für dich selbst. Ja, ist da. So kurz vom Ende noch zu sterben? Vor allem der Grund, warum ich gestorben bin, hat keinen Sinn ergeben. Wieso? Schaden durch Fall-Damage. Ich habe noch nicht mal Sprungdüsen. Warum? Na egal. Ich hab meine Rolle getroffen. Oh, was zum? So. Stell mal kurz bitte meinen Matchscore an im Vergleich zu Solius. Ich hab's gesehen, und den Schadenunterschied. Ja. Nee, boah, das ist falsch. Entschuldigung, vergiss es. Ich hab mich verguckt. Moment, wo bin ich? Ich hab Mist geredet, vergiss es. Alles gut. So, oh Gott. Ich bin dann erstmal raus und ja. Wie gesagt, ob ich dann nachher wiederkomme, sehe ich dann, ne? Alles klar. Dann vielleicht bis später. Bis später. Ja, kein Problem.